Ich weiß, wir haben das letzte Mal mitten in einem Dialog aufgehört. Aber es war Zeit. Die Folge war schon, ich würde sagen, überdurchschnittlich lange. Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode, Folge von Donut County. Ganz genau, ihr wisst Bescheid. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ich glaube, die letzte Folge ist ziemlich, ziemlich wichtig für diese Folge, weil wir einfach den Dialog mit drin abgebrochen haben. Falls ihr die verpasst habt oder falls sie schon zu lange her ist, ein Tag, dann, oder falls mittlerweile schon wieder andere Projekte laufen, dann schaut das ganz kurz nach und kommt dann wieder zurück zu dem Video. Ich gebe euch kurz Zeit. Habt ihr es euch angeschaut? Perfekt, dann willkommen zurück. Die Firma kümmert sich um alles für dich. Sie werden dir sogar den Hintern abwischen. Ich hasse es, mir den Hintern abzuwischen. Wenn du dich mir anschließt, kannst du mit dem echten Spielzeug der großen Jungs spielen. Boah, das ist der größte Quadcopter, den ich je gesehen habe. Dem King Quadcopter. Ja, da sehe ich mich. Er hat eine Zementkanone für schwere Bauarbeiten. Er ist der Pickup unter den Quadcoptern. OMG! Wow! Wow! Ich muss dir aber noch eine wichtige Sache zeigen. Follow me. Hey, Possum. Hast du eine Panzerfaust? In welche Richtung entwickelt sich dieses Spiel gerade? Bitte was? Oder irgendwas, da ist ein Haufen Quadcopters in die Luft jagen könnte? Nein, aber ich kann mal im dunklen Netz. Oh, liebes deutsche Übersetzerteam. Hör doch auf. Ich könnte im Dark Web nachschauen, wenn sie zurück sind. Vergiss es, vielleicht sind sie nur zum Spaß hier. Beeil dich, BK, beeil dich. Oder ist der USB-Stick von vorher? Da kommen die Löcher her? Von dem, also dieser, wenn ich das richtig verstehe, der riesen Quadcopter macht diese Löcher. Und so, hat den dann nie jemand gesehen, so? Krass! BK, diese Nerds im Heißluftballon halten dich zurück. Du bist zu größerem bestimmt. Zu größerem. Du musst lernen, dich selbst an erste Stelle zu setzen. Sei egoistisch. Werde so wie ich. Du musst zugreifen und die Gurke nehmen. Was, wenn meine Hand stecken bleibt? So wie deine. Ha, die steckt nicht fest. Ich könnte sie jederzeit rausziehen. Es soll dich nur inspirieren. Unterschreib hier. Wow, Filialleiter. Und ich bin krankenversichert? Ja. Und du kriegst natürlich selbstverständlich einen neuen Quadcopter. Der ist im Budget dabei. Hä? In Ordnung. Gib mir den Stift. Dieses Geräusch. Der King Quadcopter. Es ist der King Quadcopter. Ihr müsst uns ergeben, Mira. Das Ding kann leicht unseren Ballon in die Luft jagen. Nicht, wenn wir ihn zuerst in die Luft jagen. Bitte was? Ich sagte doch, ich habe keine Panzerfaust. Und TK hat mein Hacking-Gerät. Wir werden ein Loch einsetzen. Gegen ein fliegendes Ding. Vertrau mir. Es wurde designt, um Dinge platt zu machen. Ist das jetzt der Endboss? Oder ein Miniboss? Bitte sag nicht, es ist schon der Endboss. Was schießt der da? Ganz dringend weg da. Oh, wir hätten angreifen müssen. Boah, das hätte ich machen können. Kann ich die aufsaugen? Okay, hätte mir klar sein müssen. Boah, machen wir viel Damage.
Oder kann ich nicht lang? Oh, und jetzt müssen wir ihm so ausweichen. I see. Lauf, 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 lauf. Oder Loch, 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 Loch. Ah! Okay, wir haben's. Das stresst sich, das Game. Frauen zu kleine. Bam! Ein Treffer noch, er ist down. Ich frag mich trotzdem, was es ist, was er da verschießt. Nimm doch! Bam, besiegt! First try, Leute, natürlich! Wir haben ihn platt gemacht! Alles ohne BKs Hilfe. Ich kann nicht glauben, dass er uns sitzen gelassen hat. Er hat uns verraten. Das überrascht mich nicht. BK ist ein wahrer Kapitalist. Nun, ich werde ihm in den Hintern treten. Ich repariere seinen Quadcopter und mache ihn dann wieder kaputt. Was war das? Bitte was? Er ist wieder da? Okay, Endboss hat zwei Phasen. Und diesmal mit Panzerfaust. Ich kann das null ernst nehmen. Nicht fair. Ja gut, nicht in die Luft. Du dachtest, du könntest meine Löcher gegen mich verwenden? Ich bin der Trash King. Ich regiere hier. Ich habe diese App designt. Entschuldige, dass ich deinen Ballon platzen lassen habe. Aber dein Freund BK hat sich für die Gurke entschieden. Bis später, ihr Nerds. Und viel Spaß. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich habe mich nicht für die Gurken entschieden. BK! Er hat das Hacking-Gerät. Jeha! So können wir uns in den Quadcopter hacken, um ihn auseinanderzunehmen. BK, nicht bewegen. Ich werde dich direkt in den Quadcopter katapultieren. Weicht der Panzerfaust aus? Okay. Warte. Lass mich nicht in die Luft fliegen. Hatte ich tatsächlich nicht vor. Oh, er hat diesmal eine gelbe Lebensleiste. Post im Hackprotokoll. Haben wir es geschafft? Oh. Warte, wenn ich zwei nehme. Ja, kann ich auf zwei feuern. Wie krass. Ist er? Ich habe ihn im First Try bekämpft. Ah, und weil wir die Propeller einsaugen, haben wir jetzt wie so eine Art Tornado. Cool. Bitte, können wir noch mal ganz kurz appreciaten, dass ich das im First Try geschafft habe? Oh. Ah, jetzt muss ich hier rein. Okay. Ah, Zerstörung. Das Game ist tiefsinniger, als ich dachte. Und selber betrifft das nicht, okay. Ah, jetzt. Ich dachte schon, wo ist mein Progress? Damit ist das Hauptquartier zerstört. Das ist das Ende des Games jetzt? Ich weiß es nicht. Ja. Yeah. Ihr habt alles ruiniert. Ich denke, Waschbären packen sie Donut County einfach nicht. Falsch! Du packst es einfach nicht! Ja, Doppel-L! Deine Firma stinkt! Du hast die Nachbarschaft ruiniert! BK! Es geht doch nicht um die Firma!
Denk an all die unschuldigen Waschbären, die hierher gezogen sind. OMG, jetzt hör aber auf. Die Wahrheit ist... Es ist schwer, aber... Uns geht der Müll aus. Wir sind ursprünglich nach Donut County gekommen, weil hier Abfall reichlich vorhanden war. Jetzt müssen wir immer mehr Löcher öffnen, um genug Müll zu sammeln. Ich habe auf uns aufgepasst, Junge. Nein, hast du nicht. Du hast es einfach nur auf dich selbst aufgepasst. Dir ging nicht der Müll aus, dir gingen die Leute aus, die du beklauen konntest. Was soll ich denn machen? Ich habe jetzt nichts mehr. Bring alle zurück. Ja, und tauche alle unsere Sachen. Wie wär's damit? Aber es ist so viel Arbeit. Ich müsste ein riesiges Katapult bauen. Wenn du es machst, verraten dir, wie du deine Hand aus dem Gurkenglas kriegst. Wirklich? Nein! Doppel-L? Doppel-L? Possum hat noch nicht Doppel-L gesagt. Das ist ein Riesenkatapult, I see. Wie krass ist denn dieses Game jetzt geworden? Ich dachte, ja, kleiner funny Dings, wo so kleine Challenges macht. Aber das hat ja eine richtig tiefgehende Story. Also was heißt tiefgehend? Es hat eine Story überhaupt. Ich glaube, es ist fertig. Okay, alle Mann, einer nach dem anderen. Los geht's. Danke, Mira. Und BK, mach keinen Ärger mehr. Miau. Bevor ich gehe, habe ich eine Bitte. Könntest du bitte keine Schlangen mehr nach oben katapultieren? Ich schau mal, was ich da machen lässt. Nö, bis die Tage. Wir sind echt fies. Salt. Es war heftig, Alemann. Nochmal Entschuldigung, Guys. Ist schon gut. Wir vergeben dir, Mira. Ja. Dir aber nicht, BK. Ja, du stinkst. Okay, tschüss und bis die Tage. Hey, Coyote. Ich hab nachgedacht. Möchtest du einen Job in unserem Donut-Shop? Wir machen saubere Sache, ich verspreche es. Ja, das würde mir, glaube ich, gefallen. Aber ich bin dann dein Boss. Der Coyote. Oh mein Gott, ist er cool. LL. Sonderbar, aber okay. Der Coyote. Alles braucht seine Zeit. Er weiß schon, dass sich alles wieder normalisieren wird. Ja, da wird sich so einiges ein Weilchen nicht normal anfühlen. Egal. Wir lassen uns treiben und schauen einfach mal. Okay, sorry wegen der Unordnung. Ist schon okay. Pass auf dich auf, Mira. Orsel, Mira, BK. Klasse, wie ihr den Quadrocopter in die Luft gejagt habt, lel. Haha, danke. Weißt du, ich dachte... Ich hoffe wirklich, du erzählst den Bullen nichts von meinem Sprengstoffgeschäft. Sie würden vermutlich ziemlich schockiert sein, wenn sie wüssten, wer die 405 zerstört hat. Und all die anderen Sachen, die in die Luft gejagt wurden. Ich sag's ja nur, als Freund. Okay. Nun, danke für die Drohung. Bis später. Morsel, einfach ein Meme-Charakter. Ich hab einen Witz für euch. Kennt ihr schon den, wo der Waschbär dem Huhn ein Küsschen gibt? Kennt ihr nicht? Soll ich erzählen? Ich werde deinen dreckigen Hut kein Küsschen geben, Mann. Bock, bock. Naja, das war echt, ja, eine echte Zeitverschwendung. Danke, dass du mich mit diesem Frosch gemacht hast. Du, das ist ein cooler Frosch. Ein ziemlich cooler, denke ich. Gehst du jetzt mal hier... Okay, du kannst mich jetzt hochschießen. Ja, okay. Hey, Leute, schaut mal dem Kätzchen vorbei. Ja, natürlich, klar doch. Wirst du dich um das Ungeziefer kümmern? Weiß ich nicht. Die gehören irgendwie schon irgendwie zu der ganzen geheimen Zutat, aber das dürft ihr alle nicht wissen.
Doppel-L süß. Du solltest ein paar Apfelkerne und ein Fischgräten reinwerfen. Mach einen Mülleintopf. Ey, klasse Idee. Igitt, nein, Igitt. Weg mit dem. Es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe, Possum. Schon gut, Mira. Du solltest nicht alles an nicht allen glauben. Besonders nicht BK. Keine Sorge. Ihm werde ich nie wieder vertrauen. Was? Nach all dem her? OMG, das war ein Joke, Mann. Siehst du? Man kann auf dieser flachen, hohlen Erde niemandem trauen. Leute, wir wissen es jetzt. Die Erde ist flach und hohl. Possum einfach Verschwörungstheoretiker, ich sag's euch. OMG, wie auch immer. Und der letzte, Kroko. Wisst ihr, es wird ziemlich lange dauern, bis ich euch vergebe. Ihr habt, naja, alles Mögliche vermasselt. Tut mir leid, Kroko, nicht Kroko. Koko, er heißt Koko, nicht Kroko. BK? Ja. Es tut mir auch leid, Kroko. Willst du nächstes Wochenende immer noch an den Strand? ja, will ich. Hey, Mira. Danke, dass du so cool zu mir warst. Und? Dass du mir gezeigt hast, wie man gut ist. Und? Für deine Geduld. Und? Oh mein Gott, okay, das ist genug Lob. Keine Ahnung. Vielleicht machst du es eines Tages wieder gut. Nachdem du meine Wäsche gewaschen hast, 100 Jahre lang. Jetzt lobe mich! Nachdem ich so viel Zeit mit dir verbracht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass du nur etwa 75% wie der Trash King bist. Du hast aber immer noch ein Bad nötig. Du liebst meinen Gestank! Tu ich nicht. Echt jetzt, Doppel-L. Würdest du mir die Ehre erweisen, den Startknopf zu drücken? Gerne! Du Lahm! Haha! Ist es das Ende? Okay, wir können den steuern. Wir können vorwärts fliegen, wir können hoch, wir können uns drehen. Ja, okay, cool. Da können wir nochmal so ein bisschen... Oh, da ist der hupende Nachbar wieder. Da das die Credits sind, würde ich sagen, an der Stelle mal ein Fazit. Das Spiel ist sonderbar. Ich finde, das Game ist cool mit den... Es baut... Es ist eine simple Mechanik. Sammle mit einem Loch Dinge ein, indem du sie aufschluckst. Aber so... Auch mit den Rätseln, die das Ding teilweise hat, finde ich, ist das echt cool, das Game. Die Story ist witzig gemacht. Ist schon... Würde ich sagen, ganz cool. Und an der Stelle, glaube ich, wären wir dann auch so weit, dass ich die Folge beende. Wenn euch das Game gefallen hat und ihr weitere kleine Indie-Games sehen wollt, ich habe natürlich noch ein paar auf dem Rechner, dann schreibt ein paar lustige auch in die Kommentare rein und abonniert, damit ihr auch dann die nächsten Projekte nicht verpasst. Und jetzt kommen wir. Lasst auch noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao, ciao, Leute.